Ein Westfalia für 125.000 Euro. Der James Cook, aber nicht irgendeiner, sondern er nennt sich James Cook. Klassik nicht. Nein, Klassik schon. Klassik heißt, dass wir hier das reine Chassis haben, ohne Aufstelldach, ohne Hochdach. Aber wir haben hier eine kleine Besonderheit. Das ist der James Cook mit Allrad und einem Westfalia Offroad-Paket. Ich guck mal gerade auf dem neuen Sprinter 4x4. Der ist wirklich klasse. Was hat der für ein Allrad drin? Der hat einen permanenten Allrad, den Mercedes verbaut. Den Serienallrad quasi. Der uns ganz hervorragend funktioniert. Es gibt ja auch ein Nachrüstallrad, aber der ist wirklich gut. Der funktioniert. Es ist so, ich sag mal, ein schlecht Wegefahrzeug. Er kommt überall durch. Er ist bestimmt nicht für Afrika gebaut. Ja, vielleicht doch. Guck schon komisch, aber... Ja, jedes Fahrzeug in jeder Ausstattung hat irgendwo seine Grenzen. Und wenn ich nun sage, sie kommen damit überall durch... Ja, da könnte man sagen, Herr Schauland, das ist nicht einhalten von zugesicherten Eigenschaften, wenn er in irgendeinem Schlammloch stecken bleibt. Ja, es ist aber, ich sag mal, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit auf schlechten Wegen, ob das jetzt Island ist oder was weiß ich, er ist auch höher gelegt. Ich meine, er hat ein Fahrwerk, ein höher gelegtes Fahrwerk drin. Ja, also er ist höher gelegt, alles ab Werk von Mercedes. Wir haben wirklich die Offroad-Felgen draufgesetzt, die Verbreiterung. Ich komme wirklich auf schlechten Wegen überall mit hin. Ich kann auch mal auf unbefestigten Wegen fahren, aber wie gesagt, der Allrad ist auch irgendwo dann irgendwann mal an seiner Grenze. Aber ich glaube schon, dass man mit dem Auto sehr viel abseits der Straße erleben kann. Ja, ihr habt hier eine Rahmenverlängerung dran gemacht. Das ist richtig toll, da sind die Fahrräder drauf. Ja, wir haben ja den Slide-Out hinten. Ah, ihr habt ein Slide-Out drin? Ja, das ist das Fahrzeug mit dem Slide-Out. Wir haben hier ein 6 Meter Fahrzeug, wo wir... Genau, der ist jetzt eingefahren, ich zeig's mal gerade. Das ist der Slide-Out, den haben wir übrigens in einem anderen Film gedreht vom... Der Schwarze, wie ist der? Das ist auch der James Cook, aber mit dem Aufstelldach. Genau, mit dem Aufstelldach. Da haben wir nämlich ein extra Video gemacht, da wird der Slide-Out gezeigt. Das ist der Slide-Out, das heißt, wenn ich drin bin, habe ich eine unglaublich große Tiefe, was das Bett angeht. Und ich kann da so einfach reingehen und habe quasi ein Fahrzeug um 40 Zentimeter verlängert? 80 Zentimeter. 80 Zentimeter länger. Und habe dadurch ein Bett 2,7 Meter lang und hier vorne bis zu 1,70 breit. Ja, wir werden gleich mal reingehen, gucken wir uns mal von innen an. Das heißt, ich kann das Fahrzeug hier für 125.000 Euro verlängern nach hinten. Das heißt, ich habe ein richtig großes Bett hinten. Wir können uns auch gleich mal angucken, wie das im eingefahrenen Zustand ist. Ja, also ich habe ein sehr großes Bett, wenn das Slide-Out ausgefahren ist. Aber ich habe trotzdem immer noch ein sehr kompaktes Fahrzeug mit einer Länge von knapp 6 Meter. Euer Chef hat gesagt, wir brauchen mal so ein richtig tolles Offroad-Fahrzeug, oder? Ja, wir haben einen Kollegen, der ist wirklich spezialisiert und immer fasziniert von Offroad-Fahrzeugen. Und der ist immer dabei, sowas zu initiieren. Ja, man sieht auch hier schon, hier ist natürlich der Unterbodenschutz schon ab Werk richtig erweitert, sogar in Wagenfarbe. Das ist was ganz Besonderes. Haben wir vor kurzem noch darüber berichtet. Hier ist eure DNA hinten drauf mit dem... Gott, ist einfach schon spät heute Abend. Ist schon spät, ne? Mit der Windrose. So. Mit der Windrose. Manchmal verliert man schon die Worte. Ja, ist so. So, und ihr habt den schön aufgebockt, aber da ist der zu Hause. Das war für den jetzt gar kein Problem, oder? Nein, das war überhaupt kein Problem, den hochzufahren. Wie gesagt, mit dem Allrad und den Reifen. Also hat er das mal ganz mühelos geschafft. Ja, du bist hier seit Mittwoch. Ihr habt vor 4 Wochen noch ein bisschen hier wahrscheinlich gebankt um die Messe, ob das alles stattfindet. Also wir haben eigentlich bis zum letzten Tag gebankt, aber das Messekonzept, das Hygienekonzept der Messe hat sich durchgesetzt und wird auch sehr gut umgesetzt und von den Besuchern sehr gut angenommen. Jetzt zeigt mir eine absolute Neuheit. Ihr habt das M-Book-System zur Steuerung des Fahrzeuges verwendet, habt ein zweites Display dort oben sogar in Funktion eingeschaltet. Das heißt, ich kann also mit dem M-Book-System einmal vorne und einmal hinten steuern. Das ist eine absolute Neuigkeit. Ja, also wir können unseren Aufbau, also vorne mit dem serienmäßigen Mercedes MBUX-System steuern. Nein, MBUX. Ja. Wir verlieren hier langsam die Worte. Ja. Schon so viele Videos, so lange am Reden, da wird schon schwierig. Ich habe es immer M-Bux genannt, aber es gibt das ja MBUX, M-Bux. Also ganz genau MBAC. Echt?
Wie auch immer. Wie auch immer. Das ist das Ding hier da oben. Das ist das System. Es hat jetzt eine englische Menüführung im Moment drin. Die kann man umstellen die von der Sprache her. Kann man auf mehrere Sprachen umstellen. Wir haben hier gerade mal Englisch stehen. Genau, man kann damit das Fahrzeug steuern. Man kann damit den Aufbau hier hinten steuern. Aber dasselbe System ist nochmal gespiegelt vorne, wo ich mit dem Original Mercedes-Display auch den Aufbau von vorne steuern kann. Also während der Fahrt quasi. Oder von vorne, wenn ich gerade vorne sitze und auf den Dreh sitzen und nicht aufstehen möchte, dann kann ich von vorne das Licht steuern, die Heizung und was alles sonst noch zu steuern ist. Ja, 4x4 Mercedes-Benz, das passt ganz gut zu Westfalia. Ihr habt früher ganz oft auf Sprinter ausgeliefert. Ja, der James Cook ist eine Ikone von Westfalia und wir haben sie wieder aufleben lassen. So, innen drin habe ich eine interne Verdunklung, das kennt man von vielen Ducatos. Die ist drin, sowohl in der Seitenwand als auch vorne. Die habt ihr nachgerüstet? Die haben wir nachgerüstet. Das gibt es als Option ab Werk, die Fahrerhausverdunklung. Toll. Hier, der Tisch ist ganz schlicht. Ich glaube, es passt auch zu dem Thema Offroad. Er hat eine matte Platte oben drauf. Ja, wir sind hier so und so bei den Farben sehr clean, hell, dunkel und das haben wir halt im Tisch auch fortgesetzt. So, dann diese Optik hier mit den weißen Schränken durchgehend, so diese Flugzeugcharakter mit Hinterbeleuchtung in LED, da kann ich die Farbe einstellen? Da kann ich die Farbe auf warm, weich und alle möglichen Parameter einstellen. Wie du schon sagtest, wir haben hier ein bisschen Wert auf Design gelegt bei diesen hochpreisigen Fahrzeugen. Nicht mehr nur eckig, sondern hier sieht man, wir haben sehr viel mit Rundungen gearbeitet. Genau, wenn du mal ganz kurz hier drauf drückst, mal Patricia, auf Settings. Mal grad sehen, was da kommt. Settings? Ja, mach mal. Steht da Rear, ach, das ist das hintere Display. So Bluetooth kann ich hier dran machen. Geh mal bitte auf Living Room. Was kann man da einstellen? So, da kann man dann Sound System, Vehicle, Outside Temperature, also Außentemperatur. Geh mal gerade auf das Häuschen links oben, bitte. Ich habe beide Hände voll, das will ich selber machen. M-Bug. Du hast recht. BAC. Wieso sage ich denn M-Bug? Weiß ich auch nicht. Nachdem ich die Buchstaben sortiert hatte, kam das Richtige raus. Du hast recht. Du hast recht. Gut, ist auch schon spät. Warte, ich schau mal. Also M-Bug. M-B-A-C. So, und da vorne haben wir nochmal ein Fach. Die Küche ist ein bisschen verkürzt. Die Küche ist etwas verkürzt und wird auch schmal gehalten, weil, wie gesagt, beim Sprinter haben wir doch das Chassis, was nicht ganz so breit ist wie zum Beispiel der Fiat Ducato. Ja, ein Kleiderschrank, hier kann ich die wichtigsten Sachen schon mal reinhängen. Das ist ja bei so einem kleinen Fahrzeug. Überall hier sind Schränke, richtig? Hier überall oben? Da sind Schränke, Ablagen. Kann ich auch durchladen bis in die Ecke rein. Das Ganze wird auch nochmal gespannt, hat Softclose, das heißt, da klappert nichts. Da klappert nichts, das schließt soft. Fenster hier oben drin. Dann habe ich hier Lampen, die ich auch verstellen kann von dem Winkel her. Ja, ich kann mir das überall einstellen. Sie haben halt eben die Möglichkeit der Touch-Bedienung. Ah, das geht sogar jetzt. Ich habe keine Schalter mehr. So, und hier unten habe ich dann ja das integrierte Teil. Das heißt, alles in einem. Habe ich jetzt immer öfter gesehen. Ich stehe im Moment sehr schräg. So, und hier kann ich den Slider rein und rausfahren. Das machen wir jetzt mal nicht. Die Fahrräder sind nämlich innen drin. Da muss ich dich leider verbessern. Was ist das? Das ist die Schubladenverriegelung. Das ist eine automatische Verriegelung der Schubladen, dass die nicht während der Fahrt aufgehen. Echt? Schon zum zweiten Mal daneben. Erst M-Bugs, dann die Schubladenverriegelung. Das heißt, wenn ich losfahre, habe ich automatisch quasi eine Verriegelung der Schubladen. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Ich muss sie nur verschließen. Jetzt ist auf. Weil wir haben, wie gesagt, die Schubladen mit Soft-Close. So, nochmal zumachen. Alle zumachen nochmal. So, jetzt nochmal zumachen mit dem Knopf. Jetzt ist zu. Jetzt hat es einmal geblinkt. Und das geht automatisch, wenn ich losfahre? Nein, dann musst du noch selber dran denken. Das ist noch keine Automatik. Und nochmal ganz kurz auf. Ich will das noch einmal sehen, wie es aufgeht. Das ist so Kinderspielzeug. Ja, es ist ein Spielzeug, aber ein sinnvolles Spielzeug. Nichts ist schlimmer, als wenn die Schubladen während der Fahrt durchs Auto fliegen.
Nee, Spielzeug meine ich jetzt nur, ist was Neues. Das heißt also vor. Neues, ja. Wir haben bewusst auf die Knöpfe, auf Pushlock und so weiter verzichtet, um halt eben diese clean Oberflächen zu haben. Wenn du mal gerade oben aufs Bett drauf gehst, Patricia, ja, dann kann ich nämlich mal reinfilmen. Denn im Moment ist das Bett eingefahren. Im Moment ist es eingefahren, aber ich habe wirklich nochmal die Möglichkeit, wenn ich unterwegs bin, Nickerchen, zu chillen, ja. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt die Kissen nehmen, kann das jetzt hier drauf bauen, kann noch ein bisschen was lesen. Genau, genau. Es ist also wirklich auch im eingefahrenen Zustand noch sinnvoll zu nutzen. Prost. Ja, die Klimaanlage habt ihr oben drauf, Dometic. Dometic, ja, eine Option, die man auch dann ab Werk erwerben kann. Krass, und hier vorne das zweite Display. Da. So, und Bad hat's auch? Das ein ist was Bad Besonderes? Hat's auch, ja, etwas Besonderes. Wir haben hier mal eine Kunststofftür mit Wabenoptik. Also die Innerei ist Wabe. Extrem stabil. Extrem stabil, aber auch extrem leicht. So, und hier vorne habe ich dann das Bad. Hier ist eine richtige Dusche mit drin. Vielleicht könnte man etwas gerader stehen dann, wenn man versucht zu duschen jetzt. Würde aber gehen zur Not. Würde gehen zur Not, obwohl wir jetzt im Gelände stehen. Aber ja, man sollte dann doch bestrebt sein, wenn man duschen möchte, das Fahrzeug ein bisschen auf geraden Untergrund abzustellen. Ja, Platz habe ich auf jeden Fall. Hier ist die Toilette mit drin. Was schön ist, ihr habt sogar einen ganz großen Wäschetrockner hier oben drin mit, aber jetzt zeigt man gerade mit 3 Ablagen, ist ein bisschen eng und mit ganz vielen Fächern. Hier oben ist auch nochmal ein Fach drin. Gut, wir sind ja hier auf kleinsten Raum. Warte mal, ich komme mal raus. 6 Meter Länge, das ist ja die Herausforderung, oder? Ja, das ist so und so immer die Herausforderung beim Kastenwagen, auf einer ganz kompakten Länge ja fast eine 3-Zimmer-Wohnung darzustellen mit Wohnbereich, Schlafbereich und Nassbereich. Und noch die Küche. Und dann noch so ein Wow-Effekt, wenn die Leute reinkommen und sagen, das sieht ja hier aus wie im Designmuseum. Ja. Nee, echt toll. Also das Design, allein hier das hier zu fertigen, so das Bauteil hier, die Schreinerei hat einiges geleistet und ich nehme mal an, ich habe keine Ahnung, wie sowas hergestellt wird. Ist das eine Form, wo man das reingießt, weil das so schräg geschwungen ist? Na, das ist so schon fließend? Das ist schon nicht so ganz einfach herzustellen und da haben wir aber auch unsere Spezialisten, die sowas können. Ich habe es befürchtet, ja, dass ihr das auch habt. Aber ein schönes Detail, ihr habt noch eine Alu-Leiste hier dran, da wo es hart ist, da habt ihr ordentliches Material. Ja, wir haben halt eben die Küche möglichst weit nach außen gemacht, aber dadurch mussten wir uns was einfallen lassen mit der Fliegenschutztür. Die ist bei diesem Fahrzeug zweiteilig. Ich habe einmal den oberen Teil hier und habe dann nochmal hier den zweiten Teil. Ja gut, der Vorteil ist, ich brauche es nicht ganz aufmachen. Hat Vor- und Nachteile. Hat Vor- und Nachteile, ja. Ja gut, ich bin ja immer stets positiv am Freitag, nee, heute ist Samstag schon, Nachmittag. Wenn du mal so lieb bist, mal den Kühlschrank aufmachst. Auch hier habe ich diesen zweiseitig zu öffnenden Kühlschrank, was diesmal wirklich Sinn macht. Ja, ich kann hier einmal von der Küchenseite an den Kühlschrank ran. Aber wenn ich im Bett liege oder oben am Chillen bin, ich glaube, er ist unten nicht ganz zu. Das könnte sein. Nee, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ja. Man muss ihn, glaube ich, zweimal schließen. Wie auch immer. Er geht normalerweise auf. Er geht auf, wenn das Slide-Out ausgefahren ist, damit ich halt vom Bett aus auch an den Kühlschrank rankommen kann. Okay, verstanden. Ja, sehr schön. Wir steigen mal aus. Das ist er. Auf Basis Mercedes Sprinter 4x4. Die Leistung kann ich jetzt gleich mal ablesen. Hier vorne steht er von James Cook Classic. Radstand sind 3,66 Meter. Die Länge von dem Fahrzeug sind 5,93 Meter. Noch nicht mal ganz 6 Meter. Breite sind 2,05 Meter. Und die Höhe sind 2,85 Meter. Und auch die Integration der Markise auf dem Dach, da ist natürlich sehr, sehr schön angebracht. An der Seite wäre eh kein Platz. Nein. Das wird dann schwierig. Hier haben wir es halt eben oben auf dem Dach angebracht bei unseren Modellen mit dem Hochdach und mit dem Aufstelldach ist sie etwas mehr seitlich angebracht. Schön, tolles Modell. Ja,
Ja, der Preis, ich muss noch ein bisschen sparen dafür, aber ein tolles Auto. Also wenn man überlegt, dass man hier ein Sprinter Allrad hat mit einer ganz tollen Ausstattung, Klimaanlage mit drin, Dachklimaanlage mit drin, Fußbodenheizung, nee, ist da? Wenn er das Winterpaket hat, hat er sogar eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Ist mit drin. Und da ist natürlich der Star auf jedem Campingplatz, ist der patentierte Westfalia Slideout nach hinten, der den Wohnraum um 80 cm erweitert. Ja. Und hier vorne sieht man es schön, ihr habt einen Film dazu gedreht. Genau, da sieht man nochmal dieses riesengroße Bett, wo wirklich große und lange Menschen halt Platz finden. So, auch hier haben wir noch einen Film gedreht über dieses Auto, da verweise ich drauf. Bitte unbedingt gucken, denn es gibt das gleiche auch mit Hubdach. Ihr habt unglaublich viel zu tun. Hier ist ein bisschen abgekämpft, der Udo, ich grüße dich. Hi. Samstagabend, guck auf die Uhr, 20 nach 5. Wir haben einige Autos heute gepackt, aber... ich muss jetzt Schluss machen, weil der Abend tut mir so weh. Ich danke dir tausendfach, denn wir haben heute so viel gesehen, so viele verschiedene Autos, so viele tolle Autos. Gern geschehen. Sehr, sehr gerne. Ja, mit der Kultmarke Westfalia. Hast du das vorher gekannt, Westfalia, vom Namen? Ich habe es schon mal gehört, aber... Nein. Doch, ich habe es schon mal gehört, aber ich konnte damit noch nichts, also ich konnte jetzt damit nichts anfangen. Du musst unbedingt bei den 23-jährigen Frauen musst du unbedingt mal nachlegen. Ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, auch noch Jüngere von unserer Marke zu überzeugen und diese in der Altersstruktur auch noch bekannt zu machen. Ja, vielen Dank, Udo. Tschüss. Tschüss.